Im Sommer vor 7 Jahren ist es passiert. Die 24-jährige Claire Schläffli und ihr Hund Makani trifft einen Stromschlag. Auch die 53-jährige Miranda Birdsall, die sie retten wollte, stirbt. Ein harter Schlag für die Familie. Es ist so unlogisch und so ungerecht. Die beiden Frauen haben ja nichts falsch gemacht. Darum denkt man die ganze Zeit daran. Und ich persönlich muss sagen, dass ich meine Wut beherrschen muss. Ich konnte noch nicht richtig trauern, weil ich eine Wut in mir habe. Das Regionalgericht Berner Jura-Seeland hat heute zu Moutier 6 von 8 Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung für schuldig erklärt. In ihrem Urteil verfolgt die Richterin die Verantwortungskette zurück. Vom Elektromonteur zum Firmenchef, vom Installationskontrolleur bis zum Netzbetreiber vor Gemeinde. Jeder von diesen 6 Schuldigen hat auf seiner Ebene Sachen versäumt. Schwerwiegend, aber nicht vorsätzlich. Sie bekommen eine bedingte Geldstrafe. Die Familie, die sich diesem langen Prozess ohne Anwalt gestellt hat, ist nicht überrascht vom Urteil. Wir haben ja das Ganze verfolgt, seit 6,5 Jahren. Also haben wir genau gewusst, was dann passiert. Oder? Wir sind nicht enttäuscht. Wir haben gewusst, dass es so geht. Wir haben auch vermutet, dass 2 von denen dann nicht angeklagt werden. Wir haben uns für das vorbereitet. Was für uns schwierig war, ist, wir haben 10% von unserem Leben für das braucht. Jetzt 6,5 Jahre lang. Oder? Und wir wären eigentlich auch lieber mit der Familie gewesen und nicht das zu verfolgen. Ich will auch zeigen, durch das, dass man eigentlich einen Anwalt nicht unbedingt braucht. Ich habe gesehen, dass es ziemlich stark stört, oder, wenn wir reden. Aber weiter, wir haben einfach gedacht, wir wollen jetzt für unsere Tochter kämpfen. Und niemand zwischen ihnen. Trotz allem Schmerz über ihren Verlust hoffen die Eltern, dass dieser Prozess in Zukunft als Beispiel dienen kann. Dass solche Fahrlässigkeit nie mehr vorkommt.